Das beweist sie immer wieder, auch damals nach der Europameisterschaftsphase direkt in China anschließend. Da war das halbe Kabinett dabei, die Spitze der deutschen Industrie. Denn in China, und das ist das Schöne, da werden die Menschenrechte eben nicht mit Füßen getreten, da werden sie handmassiert. Und die Bevölkerung stöhnt lustvoll auf. Au, wai, wai, wai. Ah, 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 you see that hypocrisy? Oh, I love you more than words can say. Ladies and gentlemen, boys and girls, you know what time it is. It's your boy again, Shady Shady, one and only. And guys, we are back here again. We are back again on the brutal satire train, guys. Okay, you guys know me with the satires. Okay, I paused for a bit. Yeah, I took a breather, but now we are back, guys. Okay, we are going to check out more vocal peepers and more and more and more and more. But before we start, guys, as usual, make sure you smash like, subscribe. Let's do this. First of all, as usual, I'm just gonna subscribe to Mr. Maxismo. Subscribe, take a like, okay? So the video is Ukraine 2002, Warum Putin der Boss ist und wie die Guten sing, Volkapispers. So the translation is, why Putin is the bad guy, and we are the good guys. So he's talking about the West. So that's it too much, guys. Let's jump on this right away. Just sit back down, relax, and let's enjoy this. Okay, and let's get this started, guys, okay? Let's do this. Ich finde das schön, ab und zu daran erinnert zu werden, dass man nicht mehr der Jüngste ist. Das ist sehr freundlich. Meine Damen und Herren, ich brauche Sie gar nicht fragen. Ich sehe, dass es Ihnen gut geht, denn es muss Ihnen gut gehen. Sie gehören doch zu den Guten. Und das ist doch dieses gute Gefühl, das wir hier im Westen haben, oder? Wir im Westen, wir sind die Guten. Und es ist geil. We here in the West, we are the good guys. We must be the good guys. That sounded very sarcastic. Ganz wichtig, immer zu wissen, dass man auf der richtigen Seite steht. Egal, was auf der Welt passiert, und wir stehen immer auf der richtigen Seite. Das ist ja das ganz Tolle. Dieses schöne Gefühl, wenn man weiß, dass der Gott, an den man selber glaubt, dass der wirklich da ist und allmächtig ist und dass der Gott, an den die anderen glauben, überhaupt nicht existiert. Yo! Okay, let's go. Das ist doch wichtig, dieses Gefühl. Dass man auf der richtigen Seite steht, dass wir im Westen mit dieser kapitalistischen, marktwirtschaftlichen Art zu wirtschaften dafür sorgen, dass die ganze Welt irgendwann mal in Freiheit und Wohlstand und Glück leben kann und dass diese Bösen im Osten wohnen, die im Namen des Sozialismus allen Menschen alles nur wegnehmen wollen. Und dass wir das nie vergessen, meine Damen und Herren, dass wir nie vergessen, dass wir auf der richtigen Seite stehen, dafür sind unsere Medien da. Das ist das Schöne. Unsere Medien, die kriegen es hin, jedes Thema so zu bearbeiten, dass wir auf der richtigen Seite stehen. That is actually true. That is very true. Because every time I hear the news, like, the Western world is always right. Always right. Das finde ich großartig. Ukraine ist ein wunderbares Beispiel. Ukraine, da weiß bis heute keiner ganz genau, was da passiert ist. Was auf dem Maidan los war, wissen wir nicht wirklich. Wer da geschossen hat, wer da hat schießen lassen, das ist bis jetzt ungeklärt. Aber wir sind auf der richtigen Seite. Das ist doch großartig, oder? Das muss man erstmal hinkriegen. Denn man muss das eben unterscheiden können. Okay. Sie, wenn der demokratisch gewählte Präsident Janukowitsch von bewaffneten Kämpfern verlangt, dass sie Regierungsgebäude, die sie besetzt haben in Kiew, räumen, ist das was ganz anderes, als wenn eine Übergangsregierung, die sie selbst ernannt hat, von bewaffneten Kämpfern verlangt, dass sie in der Ostukraine Regierungsgebäude räumen, die sie besetzt haben. Sehen Sie, der Janukowitsch, der hätte in gar keinem Fall Gewalt anwenden dürfen. Das hätten wir niemals akzeptiert. Die Übergangsregierung, die darf ihre eigene Bevölkerung mit Hubschraubern beschießen. Das ist aber doch gut zu wissen, dass nicht alle alles dürfen. Not everyone's allowed to Was die Guten dürfen, dürfen die Bösen noch lange nicht. What the good guys are allowed to do, the bad guys are not allowed to do it. The good guys are allowed to go in and bombard people, but the bad guys are not allowed to do it. Wow. Stellen Sie sich mal vor, der Putin hätte das Handy von der Merkel abhören lassen. Da würde der Generalstaatsanwalt jetzt nicht gegen Unbekannt ermitteln. Das ist eben ein Unterschied. Das ist ein Unterschied, ob die Amerikaner den Irak plattbomben, dann da einmarschieren, ein paar hunderttausend Menschen umbringen und dann sagen, ach, der Hussein hatte die Atomwaffen ja wirklich nicht. Ja, shit happens. Viel Spaß damit auch im kaputten Land. Oder ob der Putin auf der Krim die Menschen darüber abstimmen lässt, von wem sie unterdrückt werden wollen. Ah,
To let people vote who they want to be oppressed by. Man muss das differenzieren können. Und zum Glück können wir Deutschen können am allerbesten differenzieren. Wir wissen zum Beispiel ganz genau, wo man die Menschenrechte verteidigen muss und wo man nochmal ein Auge zudrücken kann, weil es eh schon so schön gefoltert worden ist. Wie in Guantanamo. Das ist auch ein innovatives Konzept. Waterboarding, haben Sie das vorher gekannt? Seitdem weiß ich, was ein wasserdichtes Alibi ist. Okay. Und eines muss man den Amerikanern lassen. Sehen Sie, die peinigen ihre Feinde nicht mit so lächerlichen Schauprozessen. So eine amerikanische Drohne, die stellt Anklage, Urteil und Vollstreckungsbefehl in einem zu. Und zwar weltweit. Wir können differenzieren, meine Damen und Herren. Ja? Wir wissen, wo man sich einsetzen muss und wo nicht. Und wir Deutschen, wir sind immer bereit, Opfer zu bringen. Auch für we know where to advocate and where to not advocate. And you know how to differentiate. In one side, you have to turn a blind eye. In the other side, you have to try to make a point. On the other side, you don't. Und zwar weltweit. Wir können differenzieren, meine Damen und Herren. Ja? Wir wissen, wo man sich einsetzen muss und wo nicht. Und wir Deutschen, wir sind immer bereit, Opfer zu bringen, auch für die Menschenrechte. Das haben wir immer wieder bewiesen. Nicht? Vor 2 Jahren Fußball-Europameisterschaft. When I was 2 years ago, European Football Championship, you can remember. Sie erinnern, wir haben das Halbfinale gegen Italien verloren. Wegen der Menschenrechte. Ja, die meisten wissen das gar nicht mehr. Das war doch damals, das Endspiel wäre doch in Kiew gewesen. Daran erinnern sich aber. Polen, Ukraine, Doppel-EM. Endspiel in Kiew. Der Janukowitsch war doch damals schon im Amt. Das war doch dieser Diktator. Mein Präsident Gauck, der Präsident der Herzen. Ja, ich hätte auch gerne mal einen fürs Hirn gehabt, aber... Wait. Take it back again. What? Ja, aber... Polen, Ukraine, Doppel-EM. Endspiel in Kiew. Der Janukowitsch war doch damals schon im Amt. Das war doch dieser Diktator. Mein Präsident Gauck, der Präsident der Herzen. Ja, ich hätte auch gerne mal einen fürs Hirn gehabt, aber... Der Gauck hatte sich damals geweigert, den Janukowitsch in Deutschland bei seinem Besuch überhaupt zu begrüßen. Und mein damaliger Innenminister Hans-Peter Friedrich, der hat damals wörtlich gesagt, ich kann nicht in Kiew auf der Tribüne über Fußball jubeln, weil ein paar Kilometer entfernt die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Kein deutscher Politiker wollte in die Situation kommen, in Kiew beim Endspiel neben dem Janukowitsch sitzen zu müssen und sich über Fußball zu freuen. Und deshalb musste der Jogi das Halbfinale verlieren. Der hat doch nicht freiwillig diese Mannschaft aufgestellt. Jetzt bleiben Sie mal realistisch. Das kam von ganz, ganz oben. Jetzt doch auch wieder. Haben Sie den Kader mal angeguckt, jetzt für die WM? Da muss irgendwas ganz Schlimmes in Brasilien sein. Diesmal wollen Sie nicht mal zum Viertelfinale. Auch die Spieler nicht. Wer kann, ist krank. Damals ging es um Julia Timoschenko. Sie erinnern sich, Julia Timoschenko saß damals im Knast. Das war die größte Menschenrechtsverletzung aller Zeiten. Und dieses unbarmherzige Regime, die haben die doch nicht mal rausgelassen zur Behandlung. Julia Timoschenko hätte sie so gerne behandeln lassen in Guantanamo. Ja, die Amerikaner in Guantanamo. Eine halbe Stunde Waterboarding, da haben sie keine Rückenschmerzen mehr. Julia Timoschenko ist damals zu 7 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie als Ministerpräsidentin ihrem Land einen Schaden von 159 Millionen Euro zugefügt hat. Habe ich mich jetzt nicht direkt gewundert, dass unsere Politiker sich für die Frau engagiert haben. Wenn das Schule macht, wie lange allein der Wovereit für den Flughafen in Berlin einsitzen müsste. Wenn er wieder rauskäme, könnte er direkt zur Eröffnung rüberfahren. Oder... Oder Angela Merkel selber. Ich bitte Sie, Angela Merkel hat das Asse-Lager genehmigt, als Umweltministerin damals. Asse-Lager kennen Sie, wo die Atomfässer vor sich hinrosten? Ja, ja, das ist fehlerhaft genehmigt worden. Ja, sie war damals jung und brauchte das Geld. 6 Milliarden Euro Schaden. 6 Milliarden soll es kosten, die Fässer zu retten. 6 Milliarden Euro Schaden angerichtet durch Angela Merkel. Wissen Sie, wie lange die Timoschenko dafür hätte liegen müssen? Aber wow. Wow, you see that? 6 billion euros compared to 159 million. Aber die Merkel hat eine Gewissheit, egal was passiert, sie kann keinen Bandscheibenvorfall kriegen. Sie hat ja kein Rückgrat. Das... Ay, hey. Oh, you see that?
She won't get a herniated disc because she has no backbone. Das beweist sie immer wieder, auch damals nach der Europameisterschaftsphase direkt in China anschließend. Da war das halbe Kabinett dabei, die Spitze der deutschen Industrie. Denn in China, und das ist das Schöne, da werden die Menschenrechte eben nicht mit Füßen getreten, da werden sie handmassiert. Ah, 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 you see that hypocrisy. You see that hypocrisy. So human rights violation happened in Kiev. So they don't want to go. But they happily went to China, even though human rights were being trampled. Und die Bevölkerung stöhnt lustvoll auf. Au, oh, why. Ja, China. China feiert gerade in diesen Tagen den 25. Jahrestag der Rettung der Menschenrechte auf dem Platz des himmlischen Friedens. Dieses Massaker haben wir den Chinesen längst verziehen. Dass der Russe sich die Krim unter den Nagel gerissen hat, wird eine offene Wunde bleiben für immer, meine Damen und Herren. Sehen Sie, China hat damals Airbusse gekauft. 52 Airbusse haben die bestellt und deshalb war die Merkel mit ihrem Tross in China. Hätte Janukowitsch ja auch machen können in der Ukraine, nicht? Hätte ja auch Airbusse, hätte keine 52 kaufen müssen. Would have. She would never had to buy. Hätte zwei Airbusse gekauft, wären wir auch zum Endspiel gekommen. Der Gauke hätte die Maschinen persönlich vorbeigebracht. Hätte gesagt, Herr Janukowitsch, über die Menschenrechte müssen wir noch mal reden, aber jetzt essen wir erstmal was. Und wenn der Klitschko und die Timoschenko sich da beschwert hätten, hätte der Gauke gesagt, haltet das Maul, hier geht es um Arbeitsplätze, da kennt ihr nichts von. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Doppelmoral, meine Damen und Herren. Das ist die kapitalistische Freiheit, von der der Gauk immer sabbert. Die Freiheit, Geschäfte zu machen mit jedem Schwein auf der Welt, bis sich ein noch zahlungskräftigeres Schwein findet. Dankeschön. Volker Pispers, wow. Wow. You see the double standards. You see that double standards. Yeah, from the intro, he proper explained it. We in the West, he's saying, the West is always right, always right, always on the right side. Whatever reason they bring up to attack any country, they're always right. And then, and if they make a mistake, oh, it was a mistake, but they were still right. They're always, always, always right. He talked about Saddam Hussein and Iran and Iraq. They were always right, yeah. But they were like, oh, we found out that he didn't have nuclear weapons. Oh, oops, shit happens. And they're condemning one nation for human rights, but then they're embracing another nation, even though it's blatantly clear in the open, out in the open for everyone to know, yeah, that human rights are being violated, but they still went in to support them. Okay, they turned a blind eye from one country, and on one other country, now they wouldn't turn a blind eye. Why? Because of the benefit they're getting. At the end of the day, it's capitalist. At the end of the day, it's about getting finances. At the end of the day, it's about being solvent. At the end of the day, it's about making more. Just grabbing as much as you can. Yo, that's a madness. Yo, Volker Pispers, this guy, his brutality is just so insane, bro. It's just so insane. And these subtitles, yeah, I mean, at some point, they seemed a bit off, okay? But still, the message was driven across home. And yeah, honestly, thank you very much for the subtitles. I definitely, definitely picked nuggets from this one. Yeah, definitely. I'm telling you, because Volker Pispers just attacks the thing straight in the face. We need this guy to come back again. He just needs to come back and drop a set. Just drop a set on what is happening around the world right now. Yeah, we just need a set again. Yes, don't get tired of speaking the word. Don't get tired of speaking the truth. Just come back and say it as it is. Okay, people need to be enlightened more. Yeah, and let's be your boy Shenshen Wanda Only, guys. Do let me know the things that I missed in the comment section, guys. I'm gonna be checking out the comments. Just write it down in the comment section, okay? And yeah, I'll get through to it, and then I'll reply you. All right, it's gonna be peace out, guys. Love, peace out. Boy, Mr. Shady. Oh.